Guten Morgen da draußen. Wir haben es im 1.2.2021 und ich mache diese Woche einen Wochenvlog, um mit euch ein bisschen nochmal darüber zu reden, was jetzt in der nächsten Zeit nochmal passiert. Und ja, ich habe noch ein Video, was ich noch auf jeden Fall schneiden muss, aber das dauert einfach mega lange, weil ich muss die Dateien auf den PC ziehen und die PC-Datei auf mein Handy und dann, ja, da alles machen. Und zwar, welches nehme ich denn am besten? Ich habe sehr gerne vor, also diese Woche eigentlich, Trockeneis zu bestellen. Und vielleicht kennt ihr Hydro Dripping. Und zwar, ich nehme jetzt mal das Video von Carly Cassie. Und zwar, I don't know, wenn man das sieht. Aber sie ist halt einkaufen und so weiter. Ich habe schon die ganzen Produkte rausgesucht. Und habe halt voll Lust, meine Schuhe genauso einzudippen. Und dann sieht das halt richtig anders aus. Und so. Keine Ahnung, ich finde das einfach voll schön. Und es hat auch irgendwie was an sich. Ich wollte schon eigentlich vor lange machen. Und wollte dann von daher auch dann vielleicht die verlosen oder beziehungsweise damit einen ganzen Content machen, wenn das euch natürlich gefällt. Also, wenn ihr da Lust dran habt, mir da zuzusehen. Ich weiß, ich bin noch nicht fertig gemacht, don't judge me. Und ja, ich habe eigentlich richtig Bock darauf. Ich denke, mir wird das auch diese Woche bestellen, da ich eh noch in Kurzarbeit bin und ich, wie gesagt, einfach Zeit habe. Ja. Können wir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerne sehen wollt. Beziehungsweise ob ihr es sehen wollt. Ich werde es einfach mal antesten und dann mal schauen. Und werde euch einfach diese Woche jetzt einfach die ganze Zeit mitnehmen. Ja, guten Mittag, meine Lieben. Ja. Ich habe heute ein Paket bekommen von Vodafone. An der Stelle keine Werbung, denn ich habe endlich... Ja, mein Anbieter gewechselt von Alitalk halt nach Vodafone. Und ich muss sagen, ich bin echt zufrieden. Ich habe ja 20% halt auf alles bekommen. Aufgrund, weil halt Young-Tarif im Angebot war. Und ja, habe ich mir jetzt mal gegönnt, ne? 20 GB. Und ja, wie man sieht, habe ich mich heute Morgen schon rasiert. Und ja, heute Abend kommt der liebe Toni zu mir nach Hause und fährt dann auch morgen auch wieder gegen Abend, aber kommt dann am Wochenende wieder. So, und ich bin auch derzeit am Videoschneiden bzw. am Versuchen, denn ich bin ein bisschen am Struggeln, denn ich möchte ein bisschen mehr Qualität halt reinbringen. Was Schnittbearbeitung halt betrifft, und da habe ich Filmora zwar ausgewählt und ich bin echt zufrieden, nur das Programm kostet 70 Euro einmalig und dann bin ich halt noch ein bisschen am überlegen, denn ich schneide derzeit mit meinem Programm, also mit einem Programm auf dem Handy, ja, auf dem Handy, hört sich zwar voll kompliziert an, ist aber nicht, da habe ich auch für 10 Euro gezahlt, aber ich muss sagen, damit komme ich auch ziemlich zurecht und da bin ich auch ein bisschen, also ich bin halt so ein bisschen eingebrannt davon. Und die Version gibt es halt leider nicht für einen PC, also für Windows. Und dann habe ich halt gesagt, okay, dann muss ich mal irgendwie mal gucken. Ja, und 70 Euro finde ich ein bisschen teuer, aber ich bin halt noch im Überlegen. Ich schlafe mal einfach eine Nacht drüber und mal schauen, wie es dann halt ist. Wir gehen heute noch einkaufen. Ich glaube, ich nehme euch da mit, aber ich weiß noch nicht, ob wir einkaufen gehen oder nicht. Werdet ihr auf jeden Fall dann sehen. Und ja, ich hoffe, euch geht es da draußen allen gut im schönen Lockdown. Und ja. Dann hören wir uns gleich wieder. Okay, wow, bin ich weiß. Orange, naja. Ja, wir haben jetzt Mittwoch, halb zwölf in der Nacht. Ja, der liebe Toni war ja da und wir haben ein bisschen geredet und so weiter. Ich muss morgen bei Lidl einkaufen gehen, denn die haben USA-Woche und... Ich glaube, ich brauche eine neue Kamera. Ich weiß nicht, wieso die nicht mehr fokussiert, Leute. Das ist echt schrecklich. Naja, auf jeden Fall... Jetzt. Auf jeden Fall
habe ich das halt gesehen gehabt und ja, machen wir halt am Wochenende amerikanische Woche, beziehungsweise amerikanisches Wochenende. Ich gucke immer in den Dingens, in den Display oben. Naja, auf jeden Fall, vielleicht brauche ich auch noch eine neue Kamera, ich weiß es halt nicht. Wahrscheinlich glaube ich einfach mit meinem iPhone 12 filme, aber I don't know. Ja, auf jeden Fall haben wir geredet und morgen, also Donnerstag, geht's halt los. Da fahre ich mit der lieben Lea zu ihr nach Hause und werde ihr da ein bisschen helfen. Ich hoffe, ich kann was mitfilmen, ich werde sie fragen und dann werdet ihr auch ein paar Sequenzen halt sehen. Und ja, habe mir jetzt halt überlegt, ob ich so ein Vorsatzvideo machen soll. Also Vorsätze 2021. Ich glaube, das werde ich auch machen. Eine Art Vlog aber auch. Könnt ihr mir gerne mal mit einem Daumen nach oben zeigen, ob ihr darauf Lust habt. Und ja, es gibt noch ein mega nices Video, aber es dauert einfach so lange zu schneiden. Ich hoffe, ihr könnt mir da verzeihen. Ja. Wir müssen noch zwei Shots machen. Für Instagram, zwei Fotos. Für meine Schwester und für mich. Unter anderem für das Gewinnspiel, was ja folgt mit den Air Force, wo ihr Air Force gewinnen könnt. Eine Lashes von meiner Schwester von das Unternehmen, also Aura Cosmetics. An der Stelle keine Werbung. Und noch Gutscheine, die ihr gewinnen könnt. Welche, werde ich noch nicht verraten. Ihr müsst auf jeden Fall dazu ein Abonnent sein von meinem Kanal. Und ja, irgendwie filme ich nur mein Zimmer, ne? Also es wird immer Zeit, dass ihr was anderes seht. I know it's boring, but ja, man kann derzeit eh nicht viel filmen im Lockdown, was ich halt sehr schade finde. Aber ja, bin mal gespannt, wie lange jetzt der Lockdown geht. Ob der jetzt noch bis zum 14. bzw. bis zum 15. geht oder ob er halt länger ist. Ich weiß es halt nicht. Ja, morgen kommt noch ein Paket an für meine Switch. Und es wird Zeit, dass ich wieder hier aufräume. Uff, ja. So ist das. Dann wünsche ich euch mal eine gute Nacht, beziehungsweise ja, für mich eine gute Nacht, denn ich gehe jetzt schlafen. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns morgen wieder. Wow, wie versprochen, habe ich ja ein bisschen aufgenommen für euch, nicht? Ich habe erstmal heute ein Paket bekommen. Und zwar habe ich mir ein neues Spiel bestellt für die Nintendo Switch. Und ja, habe ich mir Super Mario Bros. Deluxe geholt. Da habe ich einfach mal Bock drauf. Ich hoffe, es kann noch zu mehreren Spielern spielen. Ja, bis zu 4 Spieler. Das ist auch ganz cool. Haben wir erledigt. Ja, mit Lea war ich heute auch sehr erfolgreich. Da habe ich mit ihr einen Schrank aufgebaut. Wir waren bei Lidl einkaufen. Ja, ich nehme auf jeden Fall das Wochenende jetzt mit, dass da überhaupt noch was passiert. Es wird was passieren und ja. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, denn wir haben jetzt schon 18 Uhr und ich muss noch einiges machen für Toni und so weiter, die Geschenke einpacken für Valentinstag und unser 7-monatiges. Ja, so ist das. So, da mein Freund ja, also da wir bald 7-monatiges haben und ja auch bald Valentinstag ansteht, habe ich für meinen Freund ein, kannst du mal bitte fokussieren? Danke. Ein Glas, ein Regenbogenglas, also zumindest so halt in verschiedenen Farben halt schenke ich ihm. Und ein Kerzenglas, wo er Kerzen reinstellen kann. Auch in so Regenbogen fand ich halt mega nice. In so einer geilen Farbkombi. Und ein Glückskeks. Genau, das bekommt er von mir, so eine Kleinigkeit, so eine Aufmerksamkeit. Denn ich finde so Valentinstag, finde ich so, zelebriere ich halt einfach nicht groß, will ich auch nicht an die große Glocke hängen, weil für mich ist das halt nicht ein besonderer Tag, sondern alle Tage sind besonders, die ich halt mit einem besonderen Menschen wie halt Toni halt verbringe, denn so in den letzten Monaten hat man halt schon wirklich realisiert, was das für ein Mensch ist. Ich muss halt immer wieder sagen, dass ich einfach unglaublich glücklich jetzt auch in der letzten Zeit einfach bin. Ich halt mehr und mehr halt wieder auch zu mir finde und ich halt auch einfach, keine Ahnung, allein schon Weihnachten und so hat einfach gezeigt, so, es ist halt einfach ein Mensch, den man halt nicht so oft findet und das habe ich halt einfach auch ihnen schon so gesagt und es ist halt einfach auch so, es hört sich so schnöselig an, aber
I don't know, mir steht die Pisse zu den Augen. Aber ich bin einfach dankbar, dass er einfach in mein Leben eingetreten ist, nach dem Tod meiner Mutter halt. Ich habe halt keine Bezugsperson mehr in meiner Familie, sage ich mal so. Und keine Ahnung. Es ist einfach so krass, wie ein Mensch so berühren kann. Und ich bin einfach dankbar. Und ich hoffe einfach, dass er es merkt. Er merkt es auf jeden Fall, aber es ist einfach immer schwer und einfach krass, was für Situationen wir schon einfach durch haben. Und ich freue mich einfach auf die Zukunft mit ihm und ja, Mental Breakdown. Ja. Ja, so ist das Leben, Leute. Und keine Ahnung. Soll einfach nur so eine kleine Aufmerksamkeit sein. Und das Video geht ja eh am Sonntag online, hoffe ich. Und dann sieht er eh die Botschaft und ja. So ist das Leben, Leute. Eines vergebenen Mannes. Ja. Ich werde jetzt die Sachen einpacken und werde dabei noch Musik hören. That's the thing. Und da würde ich mal sagen, melde ich mich morgen wieder. Und ja. Guten Morgen. Ja, heute ist Freitag. Ich gehe jetzt gleich einkaufen zu Lidl. Und vorerst, keine Produktplatzierung an der Stelle, nutze ich von Yuti das Serum Deep Hydration. Und bin mal gespannt halt, wie das bei mir wirkt, denn ich suche eigentlich so ein, ja, halt eine Alternative, sage ich mal, zu Creme. Ich weiß, dass man das halt nicht so krass, ja. Genau, halt so nehmen sie, aber das ist halt auch ziemlich, ja, also man sollte dann einen Ausgleich haben halt. Morgens haben sie ein paar Tropfen auf die Pipette und auf die gereinigte Haut von Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen und dann einmassieren. Okay, dann machen wir das mal. Das ist mein erstes Mal, dass ich das bei sowas mache. Für mich ein bisschen wie so ein Physikunterricht. Ich muss sagen, also sie hat auch nur 10 Euro gekostet und bin gespannt, wie das jetzt wirkt. Ich habe immer Angst, dass das tropft. Ja, das war's. Mehr mache ich jetzt auch nicht drauf. Ja, bin ich mal gespannt. Und dann einmassieren. Also, es fühlt sich schon mal sehr gut an. Meine Augen brennen auch nicht, muss ich dazu sagen. Und dann einmassieren. Also sonst nehme ich ja immer hier Nivea Man, Active Energy und keine Ahnung, ich suche halt auch etwas, womit ich halt die Haut unter meinem Bart halt, weil ich den wieder wachsen lassen möchte, pflegen kann. Und ja. Yes, yes, yes. So ist das. Dann ist das eigentlich ja schon fertig. Bin mal gespannt, wie schnell das einzieht. Ja. Also es geht eigentlich. Ja. Mal schauen. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder beim Einkaufen. Ich habe noch nicht mal ein Drilling und ich brauche ein Fünfling, ja. Ja, heute ist Tag. Was haben wir heute? Tag 6, ne? Heute ist Samstag, ja. Ja, ich habe wie gesagt nicht viel mitgefilmt, weil es nicht viel passiert, was wir mal im Lockdown machen, ganz ehrlich. Ja, wir sitzen jetzt hier und wollen unsere Valentinstag-Geschenke tauschen und für unser 7-monatiges, ne? Ja, genau. Ja.
Ihr habt ja gesehen, was ich da geschenkt habe und the situation. Valentinstag und so weiter. Ist halt Valentinstag, ne? Ein Glückskeks, alles Liebe. Mhm. Und ein Glas. Ein Teelichtglas. Ein Teelichtglas. Was willst du daraus sonst trinken? Ein Shot oder was? Nö, das sah jetzt aus wie so ein Whiskyglas, weißt du? Okay, ja. Man kann ja auch nutzen, ne? Ist das für meinen Stern oder was? Hä, was für ein Stern? Ich? Nein. Okay. Ich hätte das gerade. Also das ist was ganz anderes. Ja, ich habe so einen weißen Holzstern und da ist mir das Glas kaputt gegangen. Und okay, stimmt, du kannst es natürlich auch da einsetzen. Das andere war zu groß, was ich ihn geholt habe. Mal gucken, wie das passt, ob das passt. Vielleicht passt das ja. Ja, und da du ja eh so farbenfroh bist, sag ich mal, in deiner Wohnung, ne? Ist das ein Regenbogen? Ja. Das sieht ja jetzt erst, wenn man da so durchguckt. Ja. Haben wir so gedacht, weil ich ja so ein bisschen, ne? So meine Äußerung so gemacht habe, ne? Du weißt schon was. Hallo mein Schatz, heute ist ein ganz besonderer Tag. Mit dir ist jeder Tag besonders, aber heute möchte ich dir nochmal besonders sagen, wie sehr ich dich liebe. Ich habe zum heutigen Valentinstag 2 kleine Geschenke für dich. Da ich nicht weiß, was du vielleicht schon ausgepackt hast, möchte ich es gern umschreiben. Was? Umschreiben? Umschreibend erklären. Ja. Umschreibend erklären, ja, okay. Das eine Geschenk soll dafür stehen, dass in diesem Jahr vielleicht noch ein großer Schritt bevorsteht, der für uns beide eine neue Erfahrung und ein neuer, da kommt ein Einschub. Für, was steht da? Für mich auch wichtiger Lebensabschnitt wird. Das kleine Geschenk soll uns beide immer daran erinnern, was wir schon durchgestanden haben und durchstehen werden. Das andere Geschenk soll dir süße Träume, ich wusste es, auch wenn ich mal nicht bei dir sein kann, bescheren. Der Spruch ist und wird auch immer wahr bleiben. Ich hätte niemals gedacht, dass mir mal jemand mein Herz, was steht da? Stehlen würde. Und hätte mir jemand gesagt, dass ich mich mal verlieben werde, dann hätte ich wahrscheinlich gar keinen Glauben schenken können. Achso, was? Dem hätte ich wahrscheinlich keinen Glauben schenken können, ja. Ich weiß, man sagt es ab und zu mal, aber ich möchte mit diesen geschriebenen Worten nochmal sagen, ich liebe dich, mein Schatz. Ausrufezeichen, Herz, Herz, Herz. Auf das, da war es noch, was? Auf da war, was der Songtext, ne? Ja. Auf das, was da noch kommt, auf jedes Stolpern, jedes Scheitern, es bringt uns alles ein Stück weiter zu uns. Auf das, da noch kommt. So, das darf ich jetzt auch machen. Ja. Und da ist jetzt ein Kissen von deinem Gesicht dran. Ganz bestimmt. Also hier erstmal ganz schick, ne? Schön am Gesicht. Das ist ja Folie. Sogar in Weiß. Ich habe erstmal ein neues Kissen schon geholt. Oh nein. Obwohl, nee, es geht. Ich dachte, ich kann es nicht anfassen. Du hast den Schlüssel zu meinem Herzen gefunden. Timo Toni, 11.07.2020. Oha, voll schön. Vor allem dieses Grün einfach. Genau deswegen. Ich wollte nämlich erst rot bestellen. Oha, hochwertig auch. Ja, ich wollte nämlich erst rot bestellen. Dann habe ich dieses Grün gesehen und dann habe ich das doch noch. Das ist schon geil. Also, ich liebe ja allgemein Grün. Und du bist ja rot, ne? Rot oder halt ein schönes Blau, ja. Also, Grün, Blau finde ich auch geil, aber dieses Grün. So ein Smart-mäßig. Ja, Smart-Grün. Ne? Love it. Aquarell. Süß. Ob ich da heute schon drauf schlafen werde?
Ja, ich werde heute Probe schlafen. Ich habe erst gedacht, das neue Kissen, was du gekauft hast, dass das vielleicht da noch reinpasst, aber das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Was? Wo rein? Na ja, das neue Kissen, was du gekauft hattest, dass man das da irgendwie rein. Aber du weißt, ich schlafe, also wenn ich da in meinem Bett schlafe, Junge, ich fühle mich so, als wäre es Boxspringbett mit 10.000 Kissen. Boah, ich könnte gut schlafen. Ja, dann kommen wir zu meinem anderen Geschenk. Ich weiß, du trinkst keinen Wein. Hat man ja gestern gesehen. Och, wie riesig. Also ich fand es einfach voll schön. Auch wieder in Regenbogen. Ja. Ich hoffe, das überlebt auch eine Spülmaschine. Ja, das ist Spülmaschine geeignet, alles beide. Habe ich extra drauf geachtet. Ja. Finde ich ganz schön. Ich bin am Überlegen, ob das ein Rotwein oder ein Weißweinglas ist. Für mich ist es einfach ein Glas, wo du alles raustrinken kannst. Naja, außer Cola und so eine Wasser. Halt so zerbrechlich. Ja, deswegen habe ich ja die Folie drum gemacht. So. Ja. Und sonst, Leute, wie geht's euch so im Lockdown? Ah, nächste Woche kommt nochmal ein Vlog. Denn nächste Woche bin ich 2 Tage bei Toni. Und dann wieder zu Hause. Auf jeden Fall schon mal Dankeschön. Bitteschön. Danke auch. Jetzt geht's weit. Jetzt kommt's. Oh, hab ich meinen Cuttermesser mal. Vorsichtig bitte. Und nicht schütteln. Ich hab schon geschüttelt. So, also das Kissen natürlich wegen süße Träume und jetzt. Scheiße, war schon immer für den Zettel drauf. Wo ist der überhaupt? Den hast du da an der Seite rechts. Oh. Ja, und jetzt kommen wir zum Bezug. Großer Schritt. Ja, so sieht es auf jeden Fall aus, Leute. Sehr gut eingepackt. Mhm. Das ist nicht abgelaufen. Boah, ich schwöre, ich bin. Anti-Stress. Ja, meine Reaktion. Anti-Stress-Tasse für meinen Schatz. Ja. Ja, also bei mir geht nichts ohne eine Tasse. Deswegen freue ich mich auf nächste Woche. Sonntag um 15 Uhr wieder. Ihr wisst Bescheid. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.